Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal Thorsten und seine Welt. Heute kleine Sondersendung, also relativ kleines Videochen. Geht jetzt um meine Erweiterung der Anlage, was ich ja in vorigen Videos schon mal erwähnt hatte. Vor langer Zeit, ein paar Monate, wie weit ich bin, wollte ich euch mal zeigen. Ursprünglich war geplant Kaltwasserbecken. In der Richtung gehe ich auch weiterhin, aber hauptsächlich wird es ja ein Strömungsbecken. Beziehungsweise so ein Bachlauf-Aquarium oder ein Flussaquarium. Wir hauen aber erstmal das Intro durch und dann erzähle ich euch weiter. Okay. So, okay. Eigentlich war ich mir immer noch nicht so sicher gewesen, Kaltwasserbecken, weil ich ja auch gerne ein Becken haben möchte mit Fächergarnelen drin, die dann so ein bisschen in der Flussströmung sind und sich die Nahrung ja über das Wasser aufnehmen durch ihre Fächer, die sie haben. Aber da bin ich mir noch nicht so sicher, aber in welchem Bereich es ist, ist es in dem Sinne ja nicht so ein Kaltwasserbecken, sondern so eine Temperatur, wir brauchen die Garnelen hoch, 22, 23 Grad. Ich werde sehen. Was ich mache, ist alles noch in Planung, aber jetzt wollte ich euch mal den Stand zeigen, wie der Augenblick ist. Ein kleineres Becken steht schon da, werde ich euch aber nicht zeigen, das kommt ein extra Video darüber, was da reinkommt. Ich zeige euch einfach mal den Stand, wie weit ich bin. Okay. Jetzt sehen wir hier das Becken, also ich werde mal vielleicht von vorne so ein bisschen zeigen. Da ist ein Becken, was ich euch ja nicht verraten werde. Das ist ganz egal. Sieht natürlich noch aus, so ein bisschen mit Kraut und Rüben im Augenblick, weil ich hier noch am Arbeiten bin. Schon da ist ein Schwerlastregal. Hier ist ein 80er Becken drin, also 112 Liter. Hier hinten ist noch ein Regal, da habe ich immer die Fässer drin, wo ich das Wasser aufbereite mit. Auch das wird sich ändern. Ich muss ja hier hauptsächlich, werde ich euch zeigen, die Platte hier so ein bisschen runtersetzen. Denn so, man sieht ja selber, komme ich nicht ran. Hier ist schon mal die eine Beleuchtung. Hier bei dem Becken habe ich schon eine Beleuchtung. Das läuft. Schon so weit sind wir. Dann habe ich hier alle neue Steckdosen drin. Verteiler gesetzt. Und dann dementsprechend ein 2,5er Kabel weitergeleitet. Ne? Dass das doch alles schön abgesichert ist. So wie sich der hört. Denn Fakt ist es der, ihr wisst ja alle, gerade auch die Aquarianer, das ist Steckdosen, kann man nie genug haben. Ja, hier hatte ich euch ja eben gezeigt, das Becken. Da wird eine höchstwahrscheinlich, also gehen wir von aus, mit einer Strömungspumpe weg da arbeiten. Mit. Dann kommen hier weitere, können immer noch ein kleineres Becken hin. Hier oben habe ich sowieso geplant, wieder kleinere Becken Richtung Garnelen oder auch Fächergarnelen. Hier oben weiß ich nicht, ob ich hier noch ein Becken hinbaue oder nicht baue. Im Augenblick ist das ja so mehr oder weniger eine Ablage. Der Dumme ist natürlich auch hier wieder bei den Steckdosen, weil ja die Kabelanschlüsse von den Sachen wie Pumpe und nicht relativ groß sind. Ist man natürlich dann immer so ein bisschen gezwungen, doch mit so einem, wie gesagt, also mit einer Verlängerungskabel zu arbeiten, was mir eigentlich immer so ein bisschen widerstrebt. Viel Arbeit drin, Kies habe ich schon. Jetzt muss ich dementsprechend Steine noch holen, die Pflanzen weg aus einem anderen Becken rausnehmen, die ich dafür habe, vom Becken. Und dann werde ich mich mal so entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Denn dann war so, die Kaltwasserfische, die halten auch eine Temperatur von 23, 24 Grad aus. Aber ich will das ja so ein bisschen mehr oder weniger dem Fischen recht machen. Das heißt, bei vielen Kaltwasserfischen, weil ich mich informiert habe, brauche ich auf jeden Fall effektiv im Winter eine Temperaturabsenkung. Und die sollte dann auch schon teilweise unter 10 Grad gehen. Und da fängt ja schon wieder ein Problem an. Ich habe hier keine 10 Grad in diesem Raum. Wir haben jetzt, deswegen habe ich auch extra hier mal einen Thermometer gemacht. Ich habe jetzt schon Fenster auf. Draußen ist noch kalt. Wir haben hier drinnen jetzt, wenn Fenster offen ist, 14 Grad. Das ist so für Kaltwasserfische. Ist es doch relativ warm. Also da sollte man schon ein bisschen unter 10 Grad gehen. Also deswegen bin ich mir mal überlegen, wie ich es mache, wie ich das Becken verkleide, ob ich jetzt auch wieder mit Dämpfung arbeite, was ich eigentlich auch vorhatte. Ich wollte eigentlich das ganze Regal so ein bisschen verkleiden, dass es so ein bisschen exotisch aussieht. Halt nicht normal, wie man das so hier sieht. Das soll alles so ein bisschen anders werden. Hier habe ich auch noch zu tun mit den Becken.
aber dann kann ich mich erstmal bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr lange durchgehalten habt. Mir ist ja nicht, wie lange das Filmchen wird. Ich glaube, 4-5 Minuten sind wir mit bei. Deswegen so eine kleine Information, weil sich das alles so ein bisschen jetzt in eine Länge zieht. Aber ich hoffe, ich bleibe dabei. Hat euch das Filmchen gefallen? Daumen nach oben. Und ein Abo nicht vergessen. Bleibt immer auf dem neuesten Stand. Kostenloses Abo. Dann, wie immer, bleibt gesund, Thorsten und seine Welt. Bis Samstag um 12 Uhr. Ciao.